Vegan funktioniert nicht. Sag das meinem 50er Ärmel. Technoboy24, danke nochmal für die Abos hier. Let's go. Fresst mal schön eure scheiß Mohnrüben. Was hält King Kalle von veganer Ernährung? Ich kenne keinen veganen Bodybuilder der Spitzenklasse. Wir reden ja von Spitzensport. Kenne ich auch nicht. Ich glaube, es ist Zeit zu beweisen, wie sich dieser junge Mann hier ernährt, um einen 50er Arm zu haben. Du bist doch kein Spitzensportler, Paul. Und die Soja-Titties maximal zu wachsen zu bringen. Also, viel Spaß bei diesem Video. Ich dachte mir, wir starten gleich mal mit einem veganen Formchick rein. Will, verschenkt noch ein Abo an die Community. Danke dir, mein Lieber. Vergleichen das auch schon mal mit der Form von 2019, wo ich noch nicht vegan war, um zu sehen, ob da überhaupt irgendwas weitergegangen ist. Also, kein Spoiler. So, also, 2019 war er nicht vegan. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil er hat ja weiter trainiert. Ja, er hat sich natürlich verbessert, aber wie würde der aussehen, wenn er nicht vegan wäre? Ich glaube tatsächlich, scheiß mal auf diesen veganen Hate oder dass wir das immer belustigen, scheiß mal da drauf. Ich glaube dennoch, dass er sich weiter noch krasser entwickelt hätte. Denke ich mal. Barry Kane knallt hier noch ein Abo raus. Opa auf Testo ebenfalls. Und wir haben den Hype Train auf Stufe 3 gezündet. Freunde, vielen Dank für den Support. Warte mal. Ganz ehrlich, Unterkörper? Unterkörper ist jetzt nicht, viel gegangen, finde ich, in der Zeit. Wartet mal, ihr seht das nicht, wegen dem... So. Opa auf Testo ist Johannes Lukas. Ja, ja, das ist korrekt. Das ist der Johannes, das ist sein neuer Account. Ja, Oberkörper ist geplatzt in der Zeit, ne? Definitiv. Aber das ist halt auch einfach die ganze Zeit, die er trainiert, ne? Natürlich verbessert er sich. Aber wie gesagt, meine Meinung bleibt, ich glaube, er würde brutaler aussehen, wenn er es nicht vegan gemacht hätte. Ich merke direkt, wie der Pump reinkommt, Alter. Geiles Gefühl. Außer Atem bin ich zwar, es fühlt sich sehr, sehr gut an. Die Waage sagt, wir sind immer noch ein Leichtgewicht, denn 106 Kilo ist für mich jetzt nicht... Junge, ich wiege immer identisch wie so viel wie Paul. Immer wenn Paul sich wiegt und ich mich wiege, so, wir wiegen immer ungefähr dasselbe. Vielleicht nicht die Nachkommastelle, aber so die vordere Stelle schon. Walacht, danke dir fürs Abo. Nicht wirklich viel. Mein Höchstgewicht war tatsächlich bei 115 Kilo und das habe ich noch nie so fettarm hinbekommen. Also ich war noch nie auf dem Gewicht und das alles komplett vegan, ohne Fleischprodukte oder Milchprodukte, ohne generell tierische Produkte. Und bah! Und ich denke auch jetzt mit 106 Kilo, habt ihr gerade gesehen, kann sich die Form auf jeden Fall ganz gut sehen lassen. Also wahrscheinlich jetzt 6, 7 Kilo runter. Und Herr Sören, danke dir fürs Abo. Ja, natürlich, ich bin kleiner als Paul. Paul ist viel größer als ich. Ich glaube tatsächlich sogar 10 cm. Ich kann mich auf die Bühne stellen. Das war ja auch mein letztes Wettkampfgewicht in etwa so 97, 98. Mal schauen, wann es wieder mal so weit ist. Ich hätte auf jeden Fall langsam wieder Bock. Aber jetzt zeige ich erstmal, was es bei mir das erste Mal gibt. Gewicht und Posing steht jetzt. Linsen und Bohnen wahrscheinlich. Ja, definitiv. Mit Chris Kall steht noch was in Planung. Safe. Kann es weitergehen. Ich habe mir sogar für Heiko extra was angezogen, damit ich nicht die ganze Oberkörperfrei rumlaufe. Bevor es irgendwas zu essen gibt, erstmal ein paar Schlucke Wasser. Ey, mal ganz kurz. Ich hatte das auch vorhin in meiner Insta-Story. Ne? Hier unbezahlte Werbung. Falls ihr auf der Suche seid nach einem leckeren Zero-Eistee, das Ding ist, wie würde Kai Gedan sagen, oder jeder Influencer, der maximalste Game-Changer. Ich schwör's euch, der schmeckt so brutal. Das ist der beste Zero Ice, den ich jemals gefunden habe. Original aus Italia. Prego, prego. Tschernobyl-Hoden verschenken, Abo. Danke dir, mein Lieber. Wiener Wasser. Einfach geil. Der ist gottlos süß. Ja, Mann, beste. Süß. Umso süßer, umso besser. Okay. Erste Masse des Tages ist nicht das, sondern das. Der frisst einfach eine Blume. Veganer Lifestyle halt. Ja, nee, das schmeckt auf jeden Fall ein bisschen besser. Hier habe ich einfach 50 Gramm Zinni irgendwas, low sugar mäßig, dann 40 Gramm Nowhere Loops, die haben, ich glaube, 50% Protein, 100 Gramm, und dann noch eine Nektarine plus Proteinshake rein, wenn ich im Sommer in der Früh eigentlich eh nicht wirklich Hunger habe, aber die letzten Male dann doch am Weg ins Gym Hunger bekommen habe, will ich heute vorsorgen zur Sicherheit. Eine Kleinigkeit snacken, dann wird gut.
versorgt sind und gleich stabil trainieren können. Boah, Digga, ich habe so gottlose Röpser heute. Ich hatte einen Termin bei Oase. Sehr geil. Liebe Grüße an Jan, falls du das Video siehst. Hab die Jungs in echt kennengelernt, haben ein paar Sachen besprochen. Und anschließend war ich bei Los Carnales in Köln. Da gibt es so einen Taco-Laden. Ich habe so, das ist so, so original mexikanisch, der Laden, Digga, schmeckt so geil. Nicht mal die Bedienung kann Deutsch, die sprechen Spanisch oder Englisch. Und da habe ich mir 9 Tacos reingehauen und 2 so Quesadillas. Und ich habe so ekelhafte Rübse. Aber das Essen, Freunde, wenn ihr in Köln seid und authentisches Essen haben möchtet, authentisch Mexican-Style, geht auf jeden Fall zu Los Carnales. Plomo, plata, pendejo, chupame la pinga, el día de los muertos. Und Crunch ist auf jeden Fall da. Frühstück ist drin, jetzt wird der Pflanzenkörper hier erstmal durchs Training gequält und eine stabile Brustrücken sich schon rausgeballert. Geil sieht er da drauf aus. Will, übertreib nicht, Junge, 171 Abos verschenkt. Vielen Dank, Mann, du bist doch krank. Session gibt es heute im Kampfsport-Gym. Die haben ja aber auch sehr gute Geräte am Start. Das heißt, Brustrücken kann man hier auf jeden Fall gut trainieren. Ich zeige euch gleich, was ich mache. Ich fühle mich heute wirklich gut energiegeladen und prall. Also das Frühstück hat sich ausgezahlt, auch wenn es so 500 Kalorien waren. Macht gerade anscheinend einen Unterschied. Ist aber auch schon relativ spät. Also wir haben 12.23 Uhr. Jetzt nicht das früheste Training, aber ist eigentlich ganz gut, immer so zur Mittagszeit. Spätestens vielleicht um 11 Uhr im Gym zu sein, ist immer top. Heute ein bisschen später. Ich glaube, das wird nicht schaden. Die Kraft fühlt sich an, als wäre sie da. Ich finde es übrigens richtig geil, wenn sie einfach komplett ruhig ist. Wo man einfach so trainieren kann, das Gefühl. Boah, ich hasse diese Techno-Gym-Maschine, die ist so Schrott. Das ist irgendwie nochmal was anderes, wie es wäre mit seiner eigenen Welt. Weil laut ist es sowieso immer, ist einfach mal angenehm. Normalerweise mache ich ja auch keinen Latzug, aber hier kann man eigentlich ganz gut vor dem Körper bleiben. Und ich spüre den Latz ganz nice. Was es noch besser machen würde, wenn man den neutralen Griff hier anbringen würde und dann so rudert. Vielleicht finde ich sogar noch einen, den man da leicht reinhängen kann. Nur das ist halt nicht optimal, damit es hält. Also am besten wäre so ein Stoffgriff. Ich habe jetzt mal die Griffe gefunden. Die halten, glaube ich, sogar. Der Scheiß. Die Techno Gym Brustpresse zum Beispiel, die ist brutal. Die ist richtig geil. Schulterdrückmaschine finde ich auch cool, aber die ist komplett Schrott. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Man hört jetzt jeden Furz. Also man muss sich zurückhalten. Oh, war schön. Übrigens haben sich meine Trainings verändert, seitdem ich vegan bin. Schwer zu sagen. Ich würde sagen, der Pump war bei mir eigentlich schon immer gut und nie ein Problem. Ich denke einfach, dass ich jetzt, wenn ich Milchprodukte vom Training essen würde, viel länger Pause bräuchte, um sozusagen dann das Training starten zu können. Jetzt kann ich eine halbe Stunde vor essen und dann normal trainieren. Und das wäre nicht vegan auf jeden Fall nicht möglich. Genauso wenn ich... Ja, aber du musst doch nicht vom Training Milchprodukte fressen. Hat dir doch keiner gesagt, Paul. Wenn ich Fleisch am Nachmittag hätte und dann am Abend ins Gym gehen würde, wäre ich ewig satt oder voll. Das ist so auf jeden Fall ein bisschen besser. Aber mein Latt fühlt sich jetzt schon so aufgekommen an. Es ist immer noch ein schmaler veganer Latt, aber für mich ein ganz guter Latt. Für Bruststand. Für Heiko nicht. Starte ich jetzt mit Schrägbank. Ich mache immer antagonistisch, das heißt die Gegenspieler, Brustrücken in meinem Fall. Das heißt jetzt nach der ersten Rückenübung, starten wir in der ersten Brustübung hier in der Schrägbank. Die Griffe sind ein bisschen komisch, weil die nach unten geneigt sind, aber es fühlt sich irgendwie gut an. Die Maschine zum Beispiel, die feiere ich extrem, die macht Bock. Nein, Isoclear ist nicht vegan, aber es gibt auch veganes Isoclear. Hallo, bin neu hier. Bist du natural? Auf Ernst aber bitte. Ja, bin ich. Bin ich und war ich immer. Wer was anderes behauptet, raus aus dem Chat. Raus. Den Veganer steckt noch ein bisschen Power. Auf jeden Fall geiler Accountname. Ich hoffe, ich muss den niemals aussprechen. Oh, da geht sogar noch ein bisschen mehr Gewicht. Noch eine 10er drauf. Geil. Ab. Alter. Vor allem letztens bei der Hammer Strength Schrägbank habe ich auch 80 Kilo pro Seite gemacht. Hier sind jetzt auch 80 drauf. Das ist definitiv ein Lifetime Personal Record. Ich habe noch nie so viel auf der Maschine gedrückt. Also Kraft. Siehst du auf jeden Fall da, auch wenn ich gerade scheiße im Bankdrücken bin, zumindest bei ein paar Maschinen läuft. Der Pump ist heute wild.
oder Wild, wie man heutzutage sagt. Wild. Mit Y. So, uns die letzten Male immer auf leeren Magen trainiert. Jetzt weiß ich wieder, warum. William, hast du einen Tipp, wie ich meinen Blähbauch wegbekomme? Betain-HCL würde ich einbauen, dreimal am Tag zu einer großen Mahlzeit. Kriegst du überall, auch bei Amazon. Achte auf deine Lebensmittelauswahl. Bei mir sind es zum Beispiel Haferflocken, mein Bauch bläht extrem auf. Von Kartoffeln bläht tatsächlich mein Bauch auch auf. Und es kann viele Gründe haben. Du musst gucken, du musst die Ursache finden und dann bekämpfen. Ne? Bei manchen sind es sogar Süßstoffe, wie zum Beispiel hier Ice-Tea Zero, Cola Zero, sowas. Find die Ursache und bekämpfe sie. Ich eher nicht machen sollte, alles ist dasselbe. Übrigens Freitag, wo sind denn alle? Die sind schon im Wochenende. Heute ist der erste schöne Tag wieder. Die letzten Tage hat es nur geregnet und es hatte gefühlt 10 bis 15 Grad. Jetzt ist niemand mehr im Gym. Okay, wenn wir schon alleine hier sind, ziehen wir uns für nichts. Komm, wenn wir schon. Macht er doch immer. Nee, ich bin leider nicht bei der WBBF. Ich bin leider nicht in Wuppertal zu der Zeit. Ich bin dann noch in Wiesbaden oder Frankfurt wegen den ESN-Days. Christetics, danke dir fürs Abo. Nächsten Satz aus, damit wir den Pump auch so begutachten können. Ah, fuck. Meine Brust fühlt sich auch krank pumpt an. Keine Ahnung, was los ist. Schaut doch pumpt aus. Ich wirke wahrscheinlich wie so der ärgste selbstverliebte Spast, aber es fühlt sich auch immer gut an, nicht schmal sich in Tränen zu fühlen. Ich glaube, jeder kennt es. Ja, ich denke auch. Das Blut abgeschnürt. Beste. So sieht übrigens meine tägliche Arbeit aus. Spot finden, wer die Flasche stehen kann, damit man das Handy anlehnt. Oder mit dem Stativ. Aber so mache ich es auch immer, ne? Handy anlehnen an Dingens, an Shaker. Bist du auf der Gamescom? Ey, das ist eine geile Frage. Ich wusste gar nicht, was die ist. Ist die Gamescom, die läuft schon, ne? Ich habe gesehen, heute war schon irgendjemand dort. Wie lange geht die Gamescom und kriegt man Tickets vor Ort? Ich hätte Bock, dort eine Umfrage zu drehen. Wenn, ist das jetzt morgen auch noch? Bis Sonntag, oder? Kriegt man Karten? Haut's mal in den Chat, bitte. Dann würde ich morgen mal da, glaube ich, vorbeifahren. Ist ja direkt bei mir ums Eck. Alles ausverkauft. Aber man kriegt doch bestimmt Karten im Nachhinein, oder nicht? So eBay Kleinanzeigen-Style, oder nicht? Für 10, 20 Euro mehr. Ja? Haut's mal rein, würde mich interessieren. TÜV, gut, alles gut. Danke dir fürs Abo, Digga. Kauf online für morgen. Ah, okay. Digga, ganz ehrlich, ich glaube, ich gehe morgen dahin. Voll Bock. Gamescom wollte ich eh immer schon hin. Ich stelle mich niemals an, 3 Stunden, um das neue FIFA zu spielen, was am Ende eh Schrott ist. Aber einfach mal so einen kleinen Rundgang zu machen, wäre schon nice, Digga. Wäre schon nice. Für Darmgesundheit, Probiotika kannst du einbauen und Glutamin hochdosiert. Ne? Hilft auch extrem für die Darmflora, Glutamin. Was viele vergessen. DX Racer für die Gamescom. Das wäre natürlich geil, ne? Kannst du da nicht sogar nachträglich sowas wie einen VIP-Pass bekommen? Boah, Digga, weiß ich nicht. Ich will einfach nur da rumrennen und ein paar Leute befragen. Irgendwas Dummes fragen. Dazu? Ist aber geil. Ich versuche jetzt wirklich meine Sätze ernst zu nehmen und wirklich halbwegs das Muskelversagen zu gehen. Und auch sinnvolle Übungen reinzupacken. Zum Beispiel zur Schrägbank. Weil die Bitte nicht wieder mit William 69 unterschreiben. Doch. Jetzt erst recht. Eure Brust für mich sowieso am wichtigsten ist und da macht ihr entweder die klein, das heißt negativ Bankdrücken oder würde hier, dass du so drückst oder eben gerades Bankdrücken. Ich bevorzuge gerade sogar eher die klein, damit ich noch immer diesen unteren Push hier reinkriege und dann noch meine Butterfly-Übung. Bei Rücken 2 Lat, eine Trapez und dann mache ich vielleicht noch eine 4. Übung jeweils. Aber ansonsten jeweils 4 Sätze, das heißt ich bin eigentlich bei 12 jeweils 24 die Woche und das ist schon ziemlich gut Volumen, würde ich sagen. Andere machen das zwar im Training, also ein paar wenige, aber für mich passt es optimal. Okay, ich glaube, es passt. Aber eigentlich habe ich schon Bock drauf, die Maschine auszumaxen, weil hier steht maximal 100 Kilo. Jetzt die Maschine ist wirklich leicht, Freunde. Ne? Denkt jetzt nicht, der Paul hat Kraft. Nein, Spaß. Mit 100 ist die wahrscheinlich auch schwer. Aber die ist eigentlich leicht. Haben wir 85 drauf, das heißt, komm, wir machen einmal das Maximum drauf. Hier haben wir ein bisschen hässlich gestackt, weil es keine 20er mehr gibt. Aber boah, das sieht katastrophal aus, ne? Das muss in richtiger Reihenfolge sein. Muss egal sein. Die finde ich tatsächlich gar nicht so praktisch, weil die sind extrem lang. That's what she said. Kann man schon essen. Aber fürs Training essentiell. Die track ich übrigens nie. Ehemaliges GMBF-Mitglied. Der Junge abonniert. Was für geile Accountnamen heute wieder. Opa auf Stoff, ehemaliges GMBF-Mitglied. Und was hatten wir noch vorhin? Irgendwas noch Bescheides hatten wir. Irgendwas Neues. Ja? Ey, geil. Ihr seid die Besten, ohne Witz.
das ist eigentlich immer recht gleich ist. Und das sind vielleicht 20 Gramm, die ich dann insgesamt esse. Und wenn es sowieso immer gleich ist, ist eigentlich wurscht. Heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr jeden Tag Eis essen sollt und es nicht trackt, weil es jeden Tag gleich ist. Aber solange eure Kalorien overall passen. Komm, noch einen schweren Falsch, komm. Oh. Da geht Achtung, nichts mehr. Fällt, glaube ich, fast. Nein. Los. Jetzt haben wir es bewiesen, jetzt können wir wieder Gewicht runternehmen. Und 2 bis 3 gescheite Sätze machen. ALXGRG, danke dir, mein Lieber. Das knallt rein. Langsam ist die Brust auf jeden Fall schon taub. Ab. Ab. Langsam rieche ich auch schon wieder Hunger. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, wie es auf Diät ist. Weil ich gerade teilweise, also ich bin da ganz gut in Form, würde ich sagen. Ich bin da so ein Monk, was das angeht. Ne? Die Scheiben müssen wirklich sortiert sein. Also ich krieg die Krise, Alter. Wenn das die Plate Police sieht, ja, so ungefähr. Das nervt. Der Hotzklotz abonniert mit Prime. Danke dir und Syntex auch. Vielen lieben Dank. Willst du in Zukunft Kinder haben, Bro? Definitiv. Irgendwann ja, aber jetzt auf gar keinen Fall. Gib mir nur so 5 Jahre. Ja. Aber jetzt noch nicht, ich will noch ein bisschen mein Leben genießen. Shanks, der Echte, abonniert auch. Dankeschön, mein Lieber. Aber trotzdem werde ich schon schnell ungemütlich, gerade wenn ich Hunger habe. Wie es dann auf Diät wäre, weiß ich nicht ganz. Ich glaube, dann wäre mein Training auch scheiße. Das Overall-Gefühl halt nicht so geil. Das ist halt der Nachteil am Bodybuilding, dass man ja einiges hinnehmen muss. Apropos Bodybuilding, Heiko hat ja gesagt, ich kann mich in den letzten Jahren nicht entwickeln. Das schauen wir uns mal an. Wenn wir kurz das Bild hier hernehmen, aus 2020. Ja. Das sah schön fleischig aus. Im September 2020 und vergleichen mit dem jetzigen Stand. Ich habe es schon gesagt vorhin, ne? Natürlich hat er sich verbessert, aber mit Fleisch würde er sich, glaube ich, besser, noch besser verbessern. Nein, ich schaue gar keine Animes. Gott sei Dank ohne Maske. Aber ich glaube schon, dass da ein bisschen Fortschritt in den letzten Jahren auf jeden Fall gemacht wurde. Vor allem, was meine Wettkampf-Shape angeht. Wenn man hier jetzt zum Beispiel meinen Oberkörper anschaut, man muss sagen, meine Beine waren gut, Schwede 2019. Da haben wir ein gutes Paket hinbekommen, aber halt recht skinny. Wenn wir jetzt 2021 schauen, das war kurz nach dem Wettkampf. Alter, da war Johannes ja auch brutal, Junge. Digga, die Schulter. Ja, Johannes hat, glaube ich, wirklich abgesetzt oder fährt eine ganz, ganz niedrige Dosierung, ne? Baobab Hotel auf Gran Canaria war richtig geil und ich würde mich niemals selber vorbereiten. Gar kein Wettkampf. Nein, such dir einen Coach, Digga. Ich war auch noch nie in Thailand. Johannes, was ist da los? Muss ich mich gleich mal schicken. Bin gespannt, was er gleich antwortet drauf. Aber sonst, ich glaube, da sieht man, dass da auf jeden Fall ein paar Gains gemacht wurden. Ich dachte mir, ich habe jetzt noch ein bisschen Bock. Heute ist der Pump so gut, mache ich weiter mit Kurzhanteln. Das heißt, ich schnappe mir einfach eine Kurzhantel, die geht sogar bis 55 Kilo. Schau mal, wir sind einfach schon staubig. So oft werden die hier wohl nicht rumbewegt. Aber wir bewegen die jetzt. Vielleicht holen wir sogar noch ein Set 60er bis 70er hier hoch. Ja? Dann kann man noch mal ein bisschen schwerer rudern. Irgendwie ist für mich der limitierende Faktor hier nicht mein Rücken, weil ich nicht mehr rudern kann, sondern mein Bauch. Ja, das ist einfach dieses Dreckstraining, was der macht, ne, Freunde? Das ist das Training. Rücken mit Brust an einem Tag. Wir pausieren an der Stelle das Video. Ich könnte es nicht, ja. Viele mögen es, es ist nicht mein Ding. Ich mag sowas nicht. Entweder du trainierst Push, Pull oder Beine oder machst Volumentraining, aber dieses wie heißt das, Antagonistentraining? Nein, ist nichts für mich. Und ja, natürlich hat er sich verbessert, aber der hat ja auch weiterhin fleißig trainiert und immer auf seinen Proteingehalt geachtet. Dennoch denke ich, mit Fleisch würde das Ganze ein bisschen heftiger aussehen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer. Den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen, .com ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.